Willkommen zurück zu Let's Play Dust. In der letzten Folge haben wir uns ja im Dorf ein wenig umgesehen und umgehört. Und hier habe ich, und ich habe auch noch eine Notiz gefunden, die ich auf jeden Fall auch vorlesen müsste. Ein Ratschlag ist das. Moment, ja. Sprung ist leere. Ja, ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding? Eine Art Käfig? Was auch immer es ist. Es macht einen schrecklichen Lärm. Ab und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlen unter Aurora verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss mir einfach nur merken, so weit nach rechts zu sprengen, wie ich kann. Aha. Hahaha. Alles klar, das werden wir uns merken. So, schauen wir mal, wo es weitergeht. Hat er auch eventuell... Ja? Anscheinend alle, die dieses Blatt als Symbol haben, geben uns auch Aufgaben. Wow. Gibt einige Aufgaben hier, was nur gut für uns ist. Reden wir erstmal mit ihm hier, mit Bram. Good day. I'm Mayor Brett. Ah, der Bürgermeister ist das. So, you're the hero I've been hearing about. Ja. It's nothing, really. We're just passing through. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true hero in our midst is really boosting morale. So, what's your name, son? Dust. My name is Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Ah, are you talking about the Watchmen? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking our peaceful village. Yeah. They were simply being cautious. Take my word, I'm sure they meant no ill will. Nun, das glaube ich auch nicht. There was also this girl. Ginger. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a handful, but don't pass judgment on her like that. You have no idea what she's gone through this past year. Und schon wieder regnet es. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. Okay, was haben wir zu besprechen? What could I possibly provide? A few giants in a field seem like the least of your problems. Finde ich auch. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blades as impressive as yours, Dust. Please, we really could use them. Na gut. I don't know. I'm searching for something. Oh, jetzt hör ich es aber richtig. Also nicht hier bei mir. Sondern im Spiel. Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. I can be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. We suspect their leader is close by, and if you could... Den Anführer töten, Sag's doch. Whoa, hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale. Hitting the village on both sides, driving our forces apart. I assure you, whatever leads these things is experienced in warfare. Dann muss ich wohl doch einen Anführer geben. What do they want? Ja, was wollen sie? Das ist our die Frage. Land, I imagine. Das kann doch nicht alles sein. Just a casual observation, but they don't seem the farming type. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you truly are as capable as I hear, you want us to find their leader? It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire village a great service. Okay. How about it, Dust? Well, I... You feel a conflict of emotions. This is good. Good? I will abide by your decision, Master. Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. It's almost like... Like I know these people. Like I have to help them. Kommen Erinnerungen zurück? Dieser Gewissenskonflikt scheint tatsächlich ein gutes Zeichen zu sein.
I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. Oder es ist einfach Mitgefühl. Of course, if you said no, I need to bite your face off. Charming as always, Fidget. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. Good. That's my boy. The Watchman reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. Strong as you may be, I've seen many fine warriors lose their lives to these monstrosities. Keine Sorge, wir haben nicht vor, es ihnen gleich zu tun. I understand, Mayor. I'll be careful, and I'll be back. Gut, alles klar. Wir müssen also den Anführer dieser Kreaturen vernichten. Was hast du zu sagen? You're the outsider. Yeah, that's me. That's great. So you must know your way around out there. Maybe you could do me a favor. Maybe. Depends on the favor. What is it you need? Well, allow me to introduce myself. My name is Fail, and I'm in charge of keeping our guards well equipped. Oh, so their poor equipment is pretty much your fault. Charmant wie immer, Fidget. In so many words, yes. It's not like I enjoy giving them subpar equipment. If I had better materials, I could make better gear. Aha, du willst also, dass wir uns auf die Suche nach gutem Material machen, oder? Tell you what. If you could bring me 5 impites, I would gladly buy them off you for more than the shop will offer. Kobold heute? Okay. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here. Okay, er will Kobold heute. Haben wir zufällig schon welche? Materialien. Nägel. Ja, Holznägel. Stoff. Draht. Leim. Garn. Metallschrott. Warum wollen wir Schrott? Kobold heute. Ah, alles klar. Hat uns der Kerl an für sich gerade nochmal Erfahrungspunkte gegeben? Ich gehe einfach nochmal zurück zu diesem Laden hier und schau mal, ob sie gerade Kobold heute für uns haben. So. Ja, hier, Kobold heute. Aber ich kann nur 3 kaufen. Thank you. Scheint, Moment. Wir können auch sicherlich noch was verkaufen. Welcome back. Zip, zip, zip. Verkaufsmodus. So. Ich spiele diese Artikel im Verkaufsmodus. Dum di dum di du. Dip di du. Ich brauche nicht so viel Garn, denke ich. Und für den Garn kaufe ich eine Koboldhaut. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll war, die Koboldhäute zu kaufen. Weil er will sie uns abkaufen. Also von wegen... Ah, ich habe noch eine Region entdeckt. Wo habe ich das denn? Läden aufgefüllt. Sehr schön. So. Ich werde sowieso gleich nochmal rausgehen und kämpfen. Falls ich mal definitiv grinden muss, dann werde ich das im Offplay tun. So. Here are those materials you asked for, Fail. Great. Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. Wie viel gibt's uns? I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, I'll buy them for a high price. Okay. Wow, 600 Gold habe ich bekommen. Das ist ordentlich. Ah, jetzt können wir also von Ort zu Ort reisen. Die Weihestätte, Schützenpass, Wald von Aberdis. Alles klar. Und da sieht man auch schon, wie viel wir hier insgesamt entdeckt haben. Cool. Ich gehe zur Weihestätte erstmal.
Ich hoffe, dass das hier nicht so schwer wird. Ach! Anscheinend Tab purpurroter Resonanzstein öffnen die Tore derselben Farbe. Ah, aha. Hier, das vermute ich mal, werden die ganzen Freunde, die wir finden, hinkommen. Also jeden befreiten Freund, den finden wir dann hier vor bei der Weißstätte. Alles klar. Gut. Dann gibt es ja hier nichts weiter zu entdecken. Ja, so 100% abgeschlossen. Dann gehen wir zum Schützenpass. Oh. Oh ja, das sieht doch mal schön aus für uns. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass es möglicherweise hier Abgründe gibt. Ich hoffe mal, es irre mich nur. Ah, alles klar. Lass dich nur mit dem jeweiligen Resonanzstein öffnen. Und da wir den ja zufällig gefunden haben eben, wie benutzen wir die? Oder haben wir den falschen? Wie verwende ich denn den? Oder geht das automatisch? Prap, prap, prap. Purpurrot. Anscheinend ist das der falsche, den wir haben. Wir brauchen einen anderen. Entweder das oder ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den einsetzen muss. Nein. That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out. We've got company. Huh? Ah. Alles klar. Neue Gegnerart. Ja. Smutiger Ringbauplan. Okay. Ja, alles klar. Hier ist erstmal fast sauber. Ja, springe so rum. Stirb einfach. So. Alles klar. Der ist erledigt. So. Ah, okay. Diese Bombenwucht bringt uns da unten natürlich nicht viel. Ich bin ein bisschen schon wieder. Ich sollte nicht übertreiben. Ja, sehr schön. Ah, Gemetzel. Ich liebe Gemetzel. Ihr auch? So. Das hat uns ja schon mal ordentlich viel Erfahrung eingebracht. So, alles klar. Hier geht's nach oben. Ich vermute... Ah, Moment. Ja, ah, Mist. Schnupp. Alles klar. Hier ist sauber. Ich vermute... Erstmal, dass ich hier kämpfen muss. So. Haha. Alles klar. Das hat wieder mal wunderbar geklappt. Jetzt will ich nochmal nachgucken. Haben wir viel neues Zeug bekommen? Draht haben wir einiges... Metallschrott hatten wir, glaube ich, auch schon vorher 12. Ha? Einfach eine Flasche. Okay, das ist definitiv neu. Die verkaufen wir. Oder zumindest eine davon. Haben wir nicht den richtigen Stein? Oder ist das nicht... Oder ist das doch der falsche? Das weiß ich ja nicht. Benutzen können wir ihn nicht. Einfach so. Das heißt, es ist entweder der falsche oder... Ich probiere mal was.
Ist nur ein Test. Ich überlege mir, dass wir vielleicht eine Bombe zusammen mit dem Resonanzstein dann nutzen müssen. Also, dass wir ja den Resonanzstein haben müssen und dann eine Bombe mit benutzen müssen, damit sich das öffnet. Nur eine Vermutung. Ich gehe mal runter und versuche zu gucken, ob es stimmt. Nein, stimmt nicht. War aber auch nur eine Idee, war nur ein Test. Wir brauchen also einen anderen Resonanzstein für diese Tür. So. Ach ja, nebenbei Tipps, ob es nun wirklich ein anderer Resonanzstein ist oder nicht, braucht ihr mir jetzt nicht geben, weil ich das ganze Projekt oder zumindest einen Großteil des Projektes schon aufgenommen haben werde, wenn ihr das hier seht. Deswegen kann ich mit den Tipps dann leider nicht viel anfangen. So. Alles klar. Ah, hier ist noch jemand, der auf die Schnauze will. Sehr schön. Ja. So. Alles klar. Hier ist sauber. Wir haben auch wieder gut Gold. Das Bild ist wirklich schön. Also, ich empfehle euch, probiert es mal. Ah! Aua. Und aua, wie viel Schaden er drückt. Das ist schon wirklich nicht mehr normal. Uah. Aber wir kriegen ihn schon klein, denke ich. So. Ja, wir haben ihn nur auch schon fast. Ah, sehr schön. Hui, ein Angriff pariert. Und damit einen neuen Stufenaufstieg. So, ich gehe auf den Angriff, denn der muss jetzt besser werden. Also nochmal zum Spiel. Ich bin wirklich... Also mir gefällt das Spiel wirklich sehr. Ja. Wenn man es richtig anstellt, dann kann man die Combo wirklich lange halten. Also die mit... dem Staubsturm. Alles klar. Noch mehr Gegner? Gerne doch. Man kann den Staubsturm auch extrem gut verwenden, um mobil zu sein. So, eine von diesen Törtchen. Eine von den Törtchen will ich verwenden. Ja. Ja. Juhu! Nur Fliegen ist schöner. Ja. Alles klar. Ich finde auch schön, wie weitläufig das Areal gerade ist. Und ich bin mir sicher, ihr hört das Gamepad auch so ein Klappern. So. Alles klar. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle macht wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns weiter hier umsehen. Und ja, sehen, was wir hier so alles finden. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dust in Elysian Tale. Ciao.